Ja, meine Damen und Herren, die Bandbreite auf der Kölner Reisemesse ist doch so hervorragend schön. Sie finden hier etwas von der Fernreise. Wir haben Malediven gesehen, wir haben Japan gesehen, wir haben das schöne Kärntner Land gesehen, wir haben das Weiße Rössel entdeckt und so viele gute Plätze auch aus dem deutschen Landen sind zu haben. Sieht ja authentisch aus. Ja, wir sind hier am Stand von ANA All Nippon Airways und ANA fliegt unsere Gäste nach Japan. Ja, und neben ANA ist Lufthansa unser Hauptpartner für Flüge nach Japan. Lufthansa ist in der Starlines und wir freuen uns, dass wir unsere Programme mit Lufthansa und ANA fliegen können. Für mich aus zweierlei Hinsicht ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Zum einen natürlich als Touristiker, der die Kölner Reisemesse immer geliebt hat. Das ist eine absolute Traditionsveranstaltung gewesen. Deshalb bin ich natürlich froh, dass auch wieder der touristische Inhalte hier im Kölner Raum so präsentiert werden können. Und zum zweiten natürlich auch als Rheinländer, insbesondere als Kölner, macht es mich auch stolz, dass diese Messe wieder hier implementiert wurde. Heute war es ein sehr, 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 sehr schöner Tag für uns. Über den Daumen alles interessierte Kunden mit einem sehr hohen Nachfragepotenzial. Für uns ein ideales Feature hier auf der Reisemesse in Köln. Wir stellen uns hier auf in einer Stadt, die selbst 1 Million Einwohner hat. Wir haben ein Umfeld, das wir mit 3 Millionen Population beschreiben. Und wenn wir Rheinland insgesamt sehen, da kommen wir auf 6 Millionen. Und das ist unsere erste Zielgruppe, die wir mit einer Messe erreichen wollen, die in Köln stationiert ist. Köln ist ein Verkehrszentrum, da geht alles drüber, von Norden nach Süden und auch von Osten nach Westen. Also wir sind ein Knotenpunkt. In der Nähe liegen 3 internationale Flughäfen, sodass sie also auch die Fernreisen bedienen können. Aber das Autobahnnetz läuft natürlich im Wesentlichen über Köln. Von hier aus gehen die Autobahnen auch Richtung Süden. Und das merken wir ja, selbst wenn Ferienzeit ist, dann ist es hier immer sehr dicht. Wir versuchen dann auch den Nagel auf den Kopf zu treffen, indem wir dann Reisen anbieten, die genau halt das berücksichtigen, was der Kunde gerne haben möchte, was halt heute total in ist. Eventreisen zum Beispiel oder halt, man möchte halt direkt von der Haustür abgeholt werden. Der Kunde wird von der Haustür abgeholt, wird wieder nach Hause gebracht. Das heißt ein sogenanntes Rundum-Paket, das wir anbieten. Und wir haben noch Malaysia, dann haben wir Sri Lanka mit dem berühmten Polka zu Hände mit der Wagegana Rugara Adere, Tralalalalala, Kebum mit Al-Malé. Und dann haben wir auch noch die Malediven kommen dran. Also wir gehen quer durch die Welt. Das ist also Haselnuss vom Ordu. Schön. Haselnüsse machen dick, ne? Nee, aber kräftig. Wo kriege ich denn hier sofort jetzt eine Reise her? Psst, hier bei uns. Hier sind Sie beim Deutschlands Reisedirektanbieter Nummer 1. Hey, baby. Action pur. Die Anbieter bei der Kölner Reisemesse ziehen wirklich die Massen an. Heute Abend können Sie auf die Malediven mit Oman Air fliegen, wenn Sie möchten. Und Sie steigen einmal in Maskat um, in Oman, und in 2 Stunden später geht die Weiterflug. Ja, es ist wirklich gelungen, diese Traditionsmesse wieder zum Leben zu erwecken. Ganz besonderer Dank
dafür an alle Aussteller und natürlich an die Besucher. Und ich denke, wir haben eine wundervolle Basis geschaffen, um im nächsten Jahr auf dieser Basis aufzubauen, das Haus etwas größer, etwas höher zu mauern, sicherlich noch interessanter zu machen, noch vielfältiger, noch bunter und damit einen noch größeren Anreiz zu schaffen, an dieser Kölner Reisemesse als Besucher, aber auch als Aussteller teilzunehmen. Kommen Sie alle hin, weil die Reisemesse, ich kann es Ihnen sagen, gerade in der heutigen Zeit, sollte man positiv bleiben, einfach seinen Koffer packen und fluppidipupp schöne Ziele anreisen, damit man wieder positiv wird.